Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Quent! The Witcher Card Gamer. Jahuaha. Ranglistenspiel. Ja, der blutige Baron steht jetzt so halb auf meiner Wunschliste. Ich glaube, er würde besser in mein Deck passen als Vernon Roche, weil Vernon Roche, wenn wir ehrlich sind, der Effekt kommt einfach zu selten richtig geil. Es ist so selten, dass wir wirklich mal eine Karte haben, die wir vernichten, wo wir sagen, jawohl, da haben wir den Effekt verhindert. Die ist so an sich nicht schlecht, weil wir halt damit kein Dead Draw haben und wir 14 Stärke generieren. Das ist nicht schlecht, aber der Effekt kommt nicht so oft krass geil zum Tragen. Und ich glaube halt, dass der blutige Baron mit seiner Möglichkeit, jemanden beliebiges, den man möchte, wiederzubeleben, das ist glaube ich schon geiler. So, also, jetzt haben wir viele Heilerkarten, die brauchen wir nicht zweimal. Ja, die brauchen wir auch nicht. Oh Gott, jetzt haben wir natürlich keine Wahl mehr. Wir müssen jetzt zwei von denen ablegen. Wie geil ist das denn? Wir ziehen. Was ist denn das, ey? Wir haben ja richtig einen Dreck gezogen. Ach du Gott. Aber es ist eigentlich egal, fällt mir gerade ein. Ich bin ja gegen den Hexer-Deck, gegen den Wetter-Effekt-Deck. Scheiß drauf. Spielt ja gar keine Rolle, fällt mir gerade ein. Sehr geil. So, wir haben die stärkeren drei Einheiten ausgespielt. Soll das ruhig machen, spielt gar keine Rolle. Ich gehe eh davon aus, dass zu verlieren. Spiele ich schon durch für mich eigentlich. So, hat er schon mal einmal Frost ausgespielt. Schön. Viele Einheiten, die alle nicht so stark sind. Wir werden wieder Runde. Also ich glaube auch nicht, dass wir Runde 2 gewinnen, wir werden auch direkt verlieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich ziehe. Okay, das ist total sinnlos. Das ist halb sinnlos. Krass, ey. So viele Tränke. Oh, mein Gegner passt. Oh, wenn ich jetzt noch befördern im Deck hätte, wie ich jetzt gewinnen würde. Ich könnte so extrem boosten. Ich könnte so massiv extrem boosten. Und könnte damit befördern vergolden. Und wir würden gewinnen. Oh, wäre das geil. Aber es ist egal. Ich muss sowas Gedanken zu machen, weil wir haben ja... Ich kann nicht mehr. Aber wir gewinnen dadurch wenigstens eine Runde. Das ist doch schon mal schön. Und wir brauchen keinen Adrenalinrausch, das ist auch schön, aber wir werden trotzdem verlieren, denke ich, die letzte Runde. Aber, ach, wie geil das wäre. Aber es kommt halt so selten vor, dass die Gegner halt freiwillig die Runde aufgeben, nachdem sie eine gewonnen haben, deswegen egal. Ach, jetzt zieh mal Adrenalinrausch. Das ist wieder so eine Verarsche-Runde, einfach so von wegen, hahaha, guck mal, du ziehst am Anfang die ganze Scheiße und dann am Ende Adrenalinrausch. Vor allem, ich habe ja wirklich noch viele Karten, die kein Dead Draw sind. Viele, viele Karten. Sag, dass das ein Witz sein soll. Ach ja, stimmt, wir haben ja auch die Hexer noch. Ich dachte, ich ziehe mir jetzt so eine Infanterie. Naja, die ziehen wir uns schon noch. Aber wenigstens den stärksten Hexer. Haben natürlich nichts, um den Wettereffekt kaputt zu machen, fällt mir gerade auf. Siehst übel aus, aber du wirst überleben. Hat er ja genau richtig gewartet, vielen Dank. So geil, wie wir echt nichts mehr haben. Wir können jetzt nur noch warten. Ja, und Frost hat er ja auch noch, aber ich will trotzdem erstmal Schwalbe, weil es plus 12 gibt. Ich hoffe mal, ach scheiße, ist das ja passiert, daran habe ich gar nicht gedacht. Oh Gott, ich werde es so verlieren, einfach weil ich nichts mehr habe. Ich kann ja auch nichts verdoppeln. Ich habe keine Hand, die keine Karte, die ich verdoppeln kann. Sehr geil. Und er kann ja den Effekt auch stapeln. Also eigentlich kann ich die Runde aufgeben. Ich kann eigentlich aufgeben. Ich kann nicht mehr gewinnen, meiner Meinung nach. Ich habe auch keinen Bock mehr zu spielen jetzt gegen den. Der spielt halt eh irgendwann seinen scheiß Wettereffekt aus. Scheiß drauf. Es bringt halt nichts, da weiter zu spielen. Ich kann nicht gewinnen. Ich kann niemanden doppeln.
Er hat noch mindestens einen Wetter-Effekt, das heißt, er braucht nur warten, bis ich meinen geboostet habe, dann spielt er halt nochmal seinen scheiß Regen aus. Und das war's, von daher, es ist einfach nur Zeitverschwendung. Und es würde mich einfach nur noch mehr aufregen, wenn ich jetzt weiterspiele, deswegen lasse ich es einfach. Ach, Eredin, warum müssen es denn jetzt wieder die Monster-Decks sein? Ich meine, die anderen Decks sind mittlerweile auch schwer genug, aber da habe ich wenigstens noch eine Chance zu gewinnen gegen die Monster-Decks, es sei denn, es ist wirklich nur Monster. Und kein Wettereffekt, dann kann ich es nicht gewinnen. Das ist zum Kotzen. Hages Anbruch ist gut. Rosh ist okay. Ja, ich glaube, den brauchen wir einfach bei den Monster-Decks nicht so oft. Weil 5. Wenn der Einheiten hat, die ich zerstören will, dann haben die halt 6. Das bringt halt nichts. Ich meine, klar, Burden Rosh hat immer 9 Angriff und macht, also generiert 14. Und das ist halt Gold, ne? Denn Wettereffekt hat halt kein Einfluss, aber ich brauche einen Rausch, fällt mir gerade auf. Sehr gut. Also falls ich wirklich das Glück haben sollte und er spielt ohne Wettereffekt, was ich nicht glaube. Wir hatten schon über 1800, das war nicht schlecht. So, wenn er das spielt, spielen wir das, dann haben wir immer noch mehr Angriff. Oh, mein Gegner gibt ab. Warum habe ich denn keinen Befördern, verdammt? Aber egal, mit Adrenalinrausch haben wir jetzt einfach ein sehr, sehr gutes Backup für die Runde 3. Also, ich weiß es nicht, ich weiß immer noch nicht, ob er Wettereffekt spielt. Kann sein, muss nicht. Ich hoffe mal, dass er nicht so auf Wettereffekt geht, aber das wird sich erst zeigen. Sehr gut. Ich kann nicht mehr. Zerfetzen. Zerfetzen. Nein, er spielt einmal Blitz darauf aus. Das ist ja interessant. So, als ob die Karte einmal nicht reichen würde. Vielleicht hat er aber nochmal Blitz und wollte beide zerstören. Das kann auch sein. Lass eine nicht geordnete vom gegnerischen Friedhof wieder auferstehen. Ich kann nicht mehr. Okay, generiert aber bloß 6 Stärke. Und es ist ein Zeichen dafür, dass er wahrscheinlich keinen Frost hat. Aber generiert bloß 6 Stärke statt der andere Hexer, der 7 generiert. Das ist ein bisschen merkwürdig. Finte. Oh, deswegen vielleicht. Dann generiert er nochmal 6. Na gut. Also 3 extra. Oh, ich habe sogar gehofft, dass ich Donnertrank ziehe. Sehr schön. Spielt also wirklich mit Frost. Sehr krass. Na gut, aber dafür haben wir ja jetzt noch die. So, wir könnten jetzt mit Igni ihn hier zerstören, wenn wir das wollen würden. Was können wir denn vom Friedhof holen? Bloß Nahkämpfer, die dann geschwächt sind. Das bringt mir natürlich relativ wenig. Bevor er den jetzt direkt zerstört. Es kann natürlich sein, dass er auch noch Nebel hat, aber naja, ich probiere es. Hat er noch Nebel? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich kann halt mit Tagesanbruch einmal das Ganze hier beenden. Aber ich muss halt mich auch überlegen, wo ich meinen Rausch hinspiele. Das ist knifflig, das ist sehr, sehr knifflig. Jetzt schon Igni einsetzen, ich weiß nicht so richtig. Aber damit könnte ich mir eine Runde Zeit kaufen. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Ja, ich nehme mal die Runde Zeit.
ist halt die Frage, was hebe ich mir auf für die letzte Runde? Was hebe ich mir auf für die letzte Runde? Ach, spielt er noch mit Nebel? Spielt er mit Nebel? Ich weiß es nicht. Spielt er mit Nebel? Sonst würde ich halt jetzt Tagesanbruch spielen. Ach, ich weiß nicht, ob er mit Nebel spielt, aber ich brauche eigentlich die Runde Zeit. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann nicht mehr. Das macht überhaupt nichts. Hauptsache. Jetzt ist halt die Frage, auf was spiele ich jetzt? Ich meine, ich muss nur die letzte Runde gewinnen. Ich brauche gar nicht so übertreiben. Und er hat nicht beides. Er hat nicht Frost und Nebel. Ich spiele jetzt das Horn auf. Hat er nochmal Nebel? Ich weiß es nicht. Hat er nochmal Nebel? Er wird wahrscheinlich nochmal Frost haben, sonst hätte er ja. Sonst hätte er ja seine Infanterie aufgehoben, denke ich. Irgendwelche letzten Worte. Ort, okay. Dann hat er also nochmal Nebel. Er hat nochmal Nebel. Oh, das tut weh. Er wird nochmal Nebel ausspielen. Was willst du von mir? Passt auf. Wobei, nee, dann hätte er ja erst Nebel ausgespielt. Und dann Ort, fällt mir gerade ein. Der hätte ja zuerst Nebel ausgespielt und dann Ort. Oder? Also anders macht das doch gar keinen Sinn. Dann wären die ja alle gestorben. Ja, das Horn macht überhaupt nichts, weil ich will ja nur die letzte Runde gewinnen. Ich habe in der letzten Runde ganz gut was auf dem Feld liegen. Hoffentlich war das kein Fehler. Wenn ich jetzt verliere, dann hätte ich halt mit Horn auf die beiden hier gewonnen, ne? Das ist klar. Oh, meine Fresse, wir haben zweimal Rausch. Wir haben ihn einmal benutzt und ziehen ihn nochmal. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, er muss immer noch ziemlich viel Angriff gut machen. Aber er hat auch noch zwei Karten, ey. Oh, ist das scheiße. Ich brauche die Karte nicht ausspielen. Er hat noch zwei Karten, das kann reichen, das kann locker reichen. 22, 12, er braucht noch 10 Angriff. Das reicht nicht, oh, zum Glück. Mein Horn also taktisch schlau eingesetzt, weil wenn ich jetzt verloren hätte, ich hätte mit Horn auf die richtige Reihe gewonnen. Er hatte nur ein bisschen der Effekt drin, oh, zum Glück, ey. Puh. Das war sehr spannend, aber trotzdem zum Kotzen. Ich habe nur zweimal Rausch im Deck und ich hatte ihn einmal schon und ziehe ihn halt wieder nach. Ich meine, klar, es gibt ja noch genügend andere Deadraw-Karten, die ich gehabt hätte, aber ja, mein Deck ist so voll mit Deadraw, das ist echt zum Kotzen. Aber ich kann nichts dagegen machen, ich müsste mir ein komplett anderes Deck bauen. Und oft ist es ja auch egal in der letzten Runde, was ich ziehe, weil meistens ist es entweder so, dass ich schon verloren habe, weil ich die letzte Runde nicht mehr gewinnen kann, weil ich keinen Rausch hatte oder sowas, oder ich habe halt mit Rausch, wie es in dem Fall war, noch gute Karten da liegen. Aber es waren zwei Spiele nacheinander, wo mir Befördern einfach so geholfen. Oh, jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir jemand mit Wettereffekten haben. Und der ist Stufe 9. Sag mal, wollen die mich verarschen? Level 46, Stufe 9, drei Stufen über mir. Was ist denn das für ein Matchmaking? Also es ist ja immer schlimmer. Am Anfang war das gut, das Matchmaking. Und jetzt ist es ja immer schlimmer. Meine Fresse. Wir werden natürlich verlieren. Also wie soll ich gegen so jemanden gewinnen? So, wir haben dreimal den Trank. Wir haben einmal Rausch. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben die zweimal. Die brauchen wir nicht. Einmal ihn. Rosch, 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 Rosch. Wie gesagt, Rosch bringt meiner Meinung nach relativ wenig. Igni ist okay. Ich glaube, ich probiere es mal so. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich gewinne. Aber vielleicht haben wir ja ganz, ganz doll sehr viel Glück. In der ersten Runde mein Hexer und das war's. Dann gebe ich die Runde schon ab. Zeitverschwendung genug. Oder ich setze das Horn ein, weil ich habe ja auch noch relativ viel Trank. Aber ja, er braucht nur den scheiß Frost einsetzen. Ne, das bringt nichts. Solche. Von mir aus geschenkt. Aber wieso hat denn so jemand solche im Deck? Oh mein Gott. Was für ein Glück, dass er damit 12 kaputt bekommt. Spielt aber auch keine Rolle, weil es halt so oft Deadraw ist. Das finde ich gut, wenn er in der ersten Runde weg ist. Er ist relativ mächtig, wie ich finde. Und ja. Hat jetzt eine Karte weniger als ich und dann einen sehr guten Effekt weg.
Aber wie gesagt, ich gehe eh nicht davon aus zu gewinnen. Und wer, der gibt jetzt die Runde auch wieder ab. Und wäre es dreimal, wo mir Befördern was gebracht hätte. Sehr gut. Oh, nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Ist halt jetzt ein kleines Backup, ist nicht so schlimm, aber. Und ich kann es. Och, der gibt auch ab. Es ist das dritte Spiel in Folge, wo die zweite Runde abgeben und ich einfach mit Befördern einfach alles kaputt bumsen würde. Das geht mir aber jetzt wirklich auf den Sack. Ja, jetzt macht es aber keinen Sinn, die auszuspielen, alle. Also jetzt spiele ich halt einfach nur die Infanterie aus, gewinn halt und. Moment mal, ich kann die ja trotzdem beide mitnehmen, fällt mir gerade ein, weil wir haben ja nur noch eine Runde. Ja, wäre ja dumm, wenn ich die Karten jetzt nicht ausspiele. Dann nehmen wir die wenigstens mit. Oh Gott, wäre das schlecht gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Oh, natürlich. Also jetzt in den letzten Runden, in den letzten Spielen wollen die mich irgendwie immer verarschen in der letzten Runde, was ich ziehe, oder? Ist schon wieder komplett sinnlos, die Karte zu ziehen. Ja. Es gibt so viele geilere Karten. Ich glaube, es ist die schlechteste Karte, mit die ich ziehen konnte. Selbst Schwalbe wäre interessanter gewesen, je nachdem. Aber er wird halt auf jeden Fall beide reinhaben. Oh, fuck, Mann. Das war natürlich scheiße. Ich hätte vielleicht zuerst Donnerdrang ausspielen sollen. Naja, was soll's. Das war's jetzt eigentlich, weil jetzt müssen wir eigentlich hoffen, dass er. Er hat ja mindestens zweimal Nebel wahrscheinlich. Ja, das ist Nummer 1. Und dann kommt gleich Nummer 2. Also was für eine geile Aufnahme. Ach du Scheiße, ey. Das war's, müssen wir auch noch. Das war's, wir haben verloren. Wir haben keine Karte mehr. Wir können halt noch Igni ausspielen, ohne was zu zerstören. Wir können ihn nicht boosten. Wir können nichts verdoppeln. Mach's gut. Das war eine richtig geile Aufnahme, muss ich sagen. Dreimal irgendwelchen Schrottgegner. Immer Wettereffekt. Nice. Und der hat einfach mal unsere Kombos komplett zerstört. Das geht mir so auf den Sack, dieses Zerfetzen und dieses Arthurs Donner ist so auf Death Draw. Das haben so wenig Spieler im Deck, weil es halt einfach so häufig nicht spielentscheidend was bringt und man dann viel bessere Karten dadurch weglässt. Aber gegen mich haben sie natürlich bei. Oh ey. Ich würde gleich auf die spielen. Der vierte Gegner in Folge. Mit Wetter. Geil. Ich glaube, ich. Fang echt bald an und breche jedes Spiel ab, wo Wettereffekt ist. Also gerade mit dem Dagon muss halt klar, dass ich auf Wettereffekt gehen. Ich behalte jetzt mal den Roche. Gibt eigentlich auch keinen Grund, irgendwas abzulegen jetzt noch. Oh, was für eine scheiß Aufnahme, ey. Schön, dass wir das eine Spiel trotzdem gewonnen haben, aber. Aber. Das Lächerliche ist auch, dass ich einen Stufe 9 Gegner bekomme. Drei Stufen über mir. Nicht zwei, was ich schon krass finde, weil es wird auf Garantie auch genügend Gegner mit Stufe 7 geben. Und das Ding ist ja auch, ich bekomme irgendwie nie Gegner, die eine kleinere Stufe. Also ich hatte schon mal einen Gegner mit einer kleineren Stufe, aber ich bekomme fast nie Gegner mit einer kleineren Stufe. Und das ist interessant, dass er das spielt. Und abgesehen davon habe ich auf jeden Fall noch nie einen Gegner gehabt, der zwei Stufen kleiner war als ich und vor allem noch niemand mit drei Stufen. Also das sollte klar sein. Meine Fresse. Das Geile ist auch, dass die mega viel Deckspeed reinbringen und ich trotzdem Down Dead Draw habe. Also ich verstehe es nicht. Ich habe ja auch noch genügend andere Karten, die halt kein Dead Draw sind. Okay, 15, 9. Ich will eigentlich nichts weiter ausspielen, wenn ich ehrlich bin. Soll einfach weniger Karten haben als ich. Verstehe ich auch nicht, warum man Wyvern spielt. Also warum spielt man die Karte? Aber das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass er wahrscheinlich nicht mit so viel Nebel spielen wird, denke ich.
Er hat jetzt zwei Karten weniger. Aber warum spielen wir mit Bübern? Also, ich verstehe den Sinn nicht. Das ist eine Siemer. Die macht gerade mal 7 Stärke. Nur um beim Gegner 4 abzuziehen. Hä? Da spiele ich doch lieber den Blitz. So, nehmen wir mal zuerst die Infanterie. Werde ich auch direkt mit Schwalbe einmal boosten, bevor ich es wieder vergesse. Schön, dass wir zweimal den Tagesanbruch jetzt haben. Vielleicht ist da noch irgendwas drin in dem Spiel. Mal gucken. Na? Dann haben wir wieder eine schwierige Entscheidung. Was habe ich denn im Friedhof? Nur die drei Hexer. Will er irgendwas verbannen oder was? Er will sich also eine Runde Zeit kaufen, okay. Ich kann nicht mehr. Aber das ist schon mal ein Zeichen, dass er auf jeden Fall Wettereffekte spielt, wenn er sogar, also viele Wettereffekte wahrscheinlich spielt, wenn er sogar strömenden Regen hat. Wobei die Frage ist. Das ist nicht so geil, aber erstmal nicht so mega schlimm. Ach, ich wollte doch zuerst Schwalbe spielen. Oh. Schwalbe wollte ich spielen, um halt von ihm vielleicht einen Frost oder sowas sich zu ziehen. Immun gegen Frost bringt die Stärke, also wenn und zwei, wenn eine wilde Jagd auf deiner Seite erscheint. Oh, dagegen kann ich leider nichts machen. Ich denke, die Nahkampfreihe können wir vielleicht. Ah, Moment, ich könnte mit Philippa den auf 1 senken und mit Vernon Roche ihn kaputt machen. Zufällig gewählten Gegner. Er hat wahrscheinlich die drei Reiter. Ach so, ja, das kann mir auch schon. Scheiße. Aber jetzt schon Philippa einzusetzen, wäre halt echt Verschwendung fast schon. Fuck. Fuck, was mache ich denn jetzt? Müsste halt mal noch was setzen, damit es sinnvoller wird. So, jetzt macht es schon mehr Sinn, Philippa auszuspielen. Ich will nie wieder eingesperrt werden. Ja, genau deswegen. Hauptsache die Nerveinheit ist weg. Na, was nimmt er? Er nimmt Frost, okay. Dann hat er wahrscheinlich auch noch Nebel, oder? Hat wahrscheinlich auch noch Nebel, aber ich kann halt nichts anderes jetzt ausspielen. Oder wir spielen Adrenalinrausch, dann spielt er seinen Wettereffekt. Und dann spielen wir erst den Tagesanbruch, dann können wir uns einen aufheben. Okay, dann spiel ich jetzt Tagesanbruch, weil ich brauche einfach noch eine Karte Zeit.
Bevor jetzt noch Art oder sowas ausspielt. Er gibt ab, sehr gut. Wenn ich liefere doppelt, reicht es ja eigentlich schon, oder? Moment mal, da kriegen wir 6 dazu. 6, 7, 8, 9. Da sind wir bei, nee, da sind wir erst bei 26. Das reicht nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob wir die letzte Runde gewinnen. Wir haben noch einen Tagesanbruch. Ah, schade, keine eine Einheit. Oh, eine Nege ist schön, eine Nege ist schön. Da kann er nicht beides haben. Jetzt muss ich überlegen, was nehmen wir. Aber wahrscheinlich holen wir die Infanterie wieder. Du bist verletzt? Schon wieder? Er wird halt nicht beides schwächen, denke ich. Oh, halt nicht mehr so viele Karten. Scheiße, Mann. Er hat halt noch 3. Das wird eklig. Reduziert die auf 4. Also geht er wahrscheinlich davon aus... Also hat er wahrscheinlich keinen Nebel. Sonst würde er das ja nicht machen. Das heißt, wir können Zusammenkunft wählen. Ist natürlich die Frage, hat er Frost? Worauf spielen wir jetzt das Horn? Was verdoppeln wir? Zerfetzen wir jetzt böse. Oh, sag bloß, er gewinnt gegen Wettereffekt. Wäre so geil. Was macht das? Ach ja, jetzt kann er irgendeine wiederholen. Ist nicht so geil. Tja, worauf spielen wir das Horn und was verdoppeln wir? Ich glaube aber fast, ich würde ihn verdoppeln, oder? Wenn er wirklich Frost hat, dann können wir wenigstens das Horn auf die hier einsetzen. Und Frost ist eigentlich am wahrscheinlichsten. So, haben wir wieder ein kleines Backup. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit haben wir gewonnen. Nice. Krass, wir haben echt gegen Wettereffekt gewonnen. Wir haben gegen 2 Wettereffekte gewonnen. Okay, das eine Deck, gegen das wir gewonnen haben, das war jetzt kein reines Wettereffekt, aber das hier war schon, denke ich, viel Wettereffekt. Geil, gewonnen. War doch gar nicht so schlimm, aber ich reg mich halt trotzdem erstmal auf. Ja! 2 Fässer, krass! Und wir sind Rang 7. Nice. 2100 brauchen wir für Rang 8. Sehr geil. So, schauen wir mal, wie unsere Statistik aussieht. 98, 88. Ist ein Tick besser geworden, ist ein Tick besser geworden. Aber ich würde sie gerne noch viel geiler haben. So, jetzt können wir 3 Fässer aufmachen. Ich weiß gar nicht richtig, was ich ziehen will. Wie gesagt, der Baron wäre halt geil. Weil den würde ich gerne mal für Roche reinnehmen. Ich glaube, der würde deutlich mehr Sinn machen. Aber das war's dann eigentlich schon. Aber ich, der Baron ist halt keiner, den ich unbedingt mir bauen will. Das ist ein bisschen zu teuer. Weil wenn ich mir doch mal ein anderes Deck baue... Milva, die stärkste Nicht-Goldeinheit. Milva, grün. Die stärkste Nicht-Goldeinheit auf beiden Seiten, die nicht unnachgiebig ist, kehrt in die Hand ihres jeweiligen Blitzes zurück. Bei mehreren gleichsteigen einer wird eine zufällige gewählt. Die stärkste Nicht-Goldeinheit auf beiden Seiten, die nicht unnachgiebig ist, kehrt in die Hand ihres jeweiligen... Ich glaube, es gibt noch keine unnachgiebigen. Kehrt in die Hand ihres Besitzers zurück. Geil, Hansi haben wir auch. Verschiebe eine Karte aus deiner Hand an die unterste Position deines Decks. Erstelle dann in deiner Hand eine einfache Kopie einer Karte derselben Farbe, die zufällig aus sämtlichen Karten beider Spieler gewählt wird. Verbanne diese Karte, wenn sie zerstört wird. Verschiebe eine Karte aus deiner Hand an die unterste Position deines Decks. Das ist eigentlich ein interessanter Effekt, aber ich glaube, er ist zu luckabhängig, weil... Oh, da hinten läuft Ciri, sehe ich gerade. Man braucht ja einfach Glück, dass da eine richtig geile Karte bei rauskommt. Ne, ich glaube, Milva ist ziemlich geil, Game Changer und kann gut in solchen Skoyatel-Decks gespielt werden. Die stärkste Nicht-Goldeinheit auf beiden Seiten, die nicht unnachgiebig ist, kehrt in die Hand ihres Besitzers.
jeweiligen Besitzers zurück. Hat den Vorteil, wenn man selber eine Karte hat, die einen Effekt ausspielt, dann geht die wieder auf die Hand und der Effekt kommt nochmal. Der Nachteil ist, der Gegner muss eine geboostete Einheit haben, damit der Boost wieder weggeht. Weil wenn die Karte geboostet ist und wieder auf die Hand geht, dann kommt sie ungeboostet wieder. Wenn sie sowieso ungeboostet auf die Hand des Gegners geht, dann ist es egal. Und wenn die vielleicht dann sogar noch einen Effekt hat, ist es sogar noch ein Vorteil des Gegners, wenn er den Effekt nochmal nutzen kann. Ja, aber ich denke, die Karte werde ich eher in irgendwelche Decks versuchen einzubauen als Hansi. Ja, war das schon mal eine gute Karte, auch wenn ich die jetzt momentan nicht brauche. Reiter der wilden Jagd haben wir viermal, haben wir dreimal, ist also egal. Die ersten vier Karten sind echt komplett interessant mittlerweile. Quenzeichen, Greif haben wir noch gar nicht, okay. Verschiebe eine Nicht-Gold-Karte auf dem gegnerischen Friedhof in deinen eigenen. Ich glaube nicht, dass ich da mal irgendwann ein Deck drum aufbaue, aber wir haben die halt noch nicht, also holen wir die. Sehr gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben und ich hoffe, beim nächsten Mal gibt es mal wieder ein paar Kämpfe gegen Nicht-Monster-Wetter-Effekt-Decks. Tschüss.